Wir sind jetzt hier in einer Höhle, da hinten ist der Großmeister. Na, Digga? Seht her, es wird euch wie Schuppen von den Augen fallen und ihr werdet verstehen. Taschenspielertricks. Ich hätte mehr erwartet. Ihr haltet das für eine Illusion? Oh nein, Geralt. Das ist es nicht. Genau, es wird nämlich noch sehr gefährlich. Seht selbst. Folgt mir. So. Denn dieser Illusion sollen wir ihm folgen. Seht, wir kommen aus dem Haus und überall ist nur Eis. Eine neue Eiszeit. Die Zeit des weißen Frosts. Über dem Kloster, die Stadt ist schon gar nicht mehr da. So vereist ist es hier. Da sieht man noch so leichte Reste der Stadt. Aber das Kloster ist natürlich an der Spitze. Demnach müsste ja hinten auch noch ein Stück Stadt sein. Ja, da wird auch alles vereist sein. So vereist, dass man die Stadt darunter gar nicht... Ja, seht da hohe Türme aus Eis. So. Ihr habt die von Eis bedeckten Türme Gisimas gesehen. Versteht ihr jetzt? Was faselt ihr da, der Aldersberg? Was wollt ihr? Das ist die Zukunft. Der weiße Frost hat die menschliche Zivilisation vernichtet. Das ist das Ende der Zeit. Verlässt uns der Mut? Kapitulieren wir? Niemals. Noch können wir unser Schicksal abwenden. Spart euch eure Rhetorik für den Pöbel auf. Begreift doch, der Orden und die Salamandra wollen nur die Menschheit retten. Jeder Verbrecher schützt edle Gründe vor. Euch mangelt es an Demut. Ich werde sie euch lehren. So, das kann natürlich seine Minderwertigkeitskomplexe. So, und er teleportiert sich oben in die Ruinen. Extrem weit weg und wirkt seine Magie. Jetzt werden wir bekämpft. Und gegen Ifritz mussten wir sonst immer nur gegen einen kämpfen, jetzt sind es gleich vier. Offenbar sind in der Zwischensequenz nur drei da waren. Ja, Ring des Feuers. Basierend natürlich auf dem ewigen Feuer. Aber ihr seht, jetzt mit der richtigen Ausrüstung haben wir die natürlich hammer krass weg. Pyrit. Ich weiß gar nicht, ob wir es jemals vorher hatten, aber jetzt haben wir es. So, also ihr seht, Eis. Überall ist Eis. Aber wir tragen etwas anderes Warmes im Herzen. Die Liebe. Seid ihr wohl auf? Ihr hier? Wie ist das möglich? Das ist die Natur dieses Ortes. Dieses Ortes? Oder dieser ja, Zeit. Zwar. Er ist eher eine Vision aus dem Geiste des Großmeisters. Bilder der Zukunft, von seinen Ängsten und da seine Vision die Wahrheit sind, ist Charlie natürlich auch Wahrheit und deswegen kann sie uns helfen. Hinter uns ist nichts als ein Schneesturm und dahinter ist nur der Tod. Ja. Solange ich den Großmeister am Ende bekomme. Ich folge euch, falls ihr Hilfe braucht. Also Charlie tritt uns bei. Das ist nicht der Weite. Totenkopfer, Monster, die im Eis leben, die sich aus seiner Rasse wahrscheinlich entwickelt haben. Die im ewigen Eis trotzdem, aber dennoch Monster sind. Der Sturm kommt immer näher und näher. Das ist noch so ein Totenkopfer, aber ich werde es mal looten. Und Schan hier mit so einem kleinen Messerchen. Pusten kann. Also ihr seht, mein Schwert verursacht bei ihm so starke Schmerzen, dass er kaum zum Schlag kommt. Wir sind ja
gefährlichen Scheideweg. Ihr habt euch kein bisschen verändert, Hexe. Wieder taucht ihr aus dem Nichts auf, um Menschen zu töten. Was für Menschen? Ihr sprecht wie immer in Rätseln. Seht euch an, was von der Menschheit geblieben ist. Affenmenschen, verachtenswerte Kreaturen. Einige von ihnen sind meine Ur-Ur-Enkel. Die meisten, so wie sie sich anscheinend vollgefertigt hat. Die Lust hat die Menschheit ihre feinen Roben beraubt. Alles, was bleibt, sind Bestien, die nur an Fressen und Fortpflanzung denken. Also so wie immer. Denn ihnen ist nichts Menschliches mehr. Ihre niedrigsten Instinkte treiben sie an. Wie den Lynchmob, vor dem ihr mich gerettet habt. Ich bin euch dankbar. Nehmt mein Geschenk an. Ja, dafür, dass wir sie gerettet haben, gibt sie uns 5 Schwalbetränke und Waldkreuztränke. Also ein paar Waldkreuz und ein paar Schwalbetränke so rum. Andernfalls hätten wir sie jetzt bekämpfen müssen. Und wäre Shani jetzt nicht dabei, wäre es jetzt stattdessen Triss natürlich. Ihr seht, er beschwört hier aus dem Eis die Totenkopf. Und auch Shani macht gut Aua, also sie ist echt eine nützliche Verbündete. Und hat natürlich rollenspielgerecht alles mit. Dort ein Fleisch. Bestienleber. Na gut, gab's vorher schon. Da ist der Großmeister und wartet auf uns. Wir können wahrscheinlich nur mit ihm reden. Ihr seid also unseren degenerierten Urenkeln begegnet. Begreift ihr nun, warum ihr euch meinen Plänen nicht entgegenstellen dürft? Ihr schuldet mir noch immer eine Erklärung, inwiefern dieses Eis eure Verbrechen rechtfertigt. Nur ein unerschrocken umgesetzter Plan kann die Menschheit vor dem retten, was ich in meinen Visionen gesehen habe. Wir kennen ja den Rest leider nicht. Habt ihr so viel Vertrauen in eure Tagträume? Ich habe nie um diese Visionen, diese Gabe gebeten. Aber ihr entscheidet darüber, wie ihr sie nutzt. Wie oft habt ihr betont, dass besondere Gaben für die gerechte Sache genutzt werden sollten? Ich habe die gerechteste Sache gewählt. Die Rettung von Fragt Millionen ihr euch auch, woher von er das Leben. Weiß, weil er und kennt ihr eigentlich gar nicht. Habt ihr hunderte andere beendet? Wie viele wollt ihr noch zum Tode verurteilen? Ihr wisst nichts von der kommenden Katastrophe. Die Seelen der Toten irren hier umher. Sagt ihnen, sie hatten kein Recht zu überleben. Und die Seelen der Toten kann man wortwörtlich nehmen. Wir sollten uns nicht töten lassen. Ja, eine Erscheinung der wilden Jagd, also es sind noch höhere Mächte im Spiel. Stirb doch endlich. Wir sind hier halbwegs sicher in der Höhle. Ihr seht auch so einen Schneesturm, also es ist echt gefährlich hier. Hätte ja auch einfach nur kalt sein können. Verschneit. Da ist nämlich die wilde Jagd. Ihr könnt es nicht aufhalten. Der Tod folgt euch nach! Man sieht, die Jagd will das gleich nutzen, um mich wieder. Das ist so ein bisschen wie im. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe während des Let's Plays nach über 100 Folgen. Das ist ein bisschen wie bei Paranormal Activity, wie heißt das? Final Destination, dass Geralt ja im Buch eigentlich gestorben hätte sein müssen, wie auch immer. Und dem Tod so quasi von der Schippe gesprungen ist in diesem Spiel hier. Und der Tod verfolgt ihn und will aber doch noch seinen Tod. Und deswegen wird ihn auch ewig verfolgen. Das ist die weiße Reiler. Und zwar als Mensch. Ihr habt mich getötet und doch freue ich mich, euch zu sehen. So, und wir könnten jetzt lieb zu ihr sein. Wir können aber auch sagen, wir hatten eine stürmische Beziehung, das ist vorbei. Was wollt ihr, Geist? Also ablehnend zu ihr sein, wir sind aber freundlich zu ihr, denn Freundschaft ist wichtiger als Macht. Es gibt Schlimmeres, als im Kampf zu sterben. Ich weiß. Ich wurde nicht Soldatin, um im Bett zu sterben. Unsere Bande sind stärker als der Tod. Ich werde an eurer Seite kämpfen. Zieht euer Schwert, es wird langsam interessant.
Andererseits hätte sie uns nämlich ihren, also einen Stärkungszauber gegeben durch ihren Zorn, also dadurch, dass sie eigentlich doch nur unser Betthäschen war. Aber sie ist ihr Schicksal sozusagen akzeptiert, also sie rastet nicht aus, sie weiß, sie, also wir machen ihr quasi unmissverständlich zu verstehen, dass es mehr oder weniger ihr Fehler war, dass sie sich mit Geralt eingelassen hat, weil es ein Hexer und so ist, auf dem Schlachtfeld und überall, wo der Tod wütet, dann wäre sie halt unser Betthäschen gewesen. Dann wäre sie ausgerastet, aber wäre nicht auf uns losgegangen, sondern hätte unser Schwert verzaubert und das stärker gemacht. Und alternativ hätten das jetzt hier, also Abigail hätte tot sein können und sie hätte jetzt auch Toruviel sein können von den Elfen. Mit etwa demselben Dings. Oder wenn wir der Hexer gewesen wären, dann wären es halt die Bürger gewesen. Also beim Hexerpfad geht es ja nie um die Fraktion, sondern immer um unsere Freunde sozusagen. Und da wäre es dann Selina gewesen, die eifersüchtige Schwester von Alina, die geheiratet hat, und hätten wir sie, hätte sie, also wir hätten sie als Mensch getroffen und hätten wir sie beleidigt, wäre sie zum Nachtschrecken geworden, oder wie das Ding hieß, oder Nachterscheinung geworden und hätte uns geholfen. Oder als wären wir lieb zu ihr gewesen, dann hätte sie, weil es die falsche Sache gewesen wäre, sozusagen, weil sie ja nun mal ihre Schwester verraten hat, sag ich mal, und sie auch umgebracht hat und eifersüchtig war, weil sie ein schlechter Mensch war, aber wir ihr trotzdem beistehen, obwohl sie ein schlechter Mensch war, wäre halt auch durch diesen Zorn unser Schwert stärker geworden. Also es wäre einfach in Aggressivität geendet, anstatt in irgendeinem Kompromiss. Na, kommt noch ein paar Sachen. Wir sind jetzt hier am Ende. Versteht ihr jetzt endlich, begriffsstutziger Hexer? Die Menschheit stirbt aus und die wenigen Verbliebenen werden zu Tieren. Mein Plan würde das verhindern. Was für ein Plan, verdammt. Die Menschen können die Kälte nur durch einen Massenexodus nach Süden überleben. Mit euch als Anführer. Ich bin darauf vorbereitet. Also er will ich sehe Schlacht die Zukunft. Ich verlange Respekt und ich würde weise sich Land holen. Natürlich musste ich alle beseitigen, die mir im Weg standen. Besonders Anderling. Ja, eben. Warum seid ihr so besessen von den anderen Völkern? Ich war bereit, alles zu opfern und die Menschheit um jeden Preis zu retten. Kennt ihr das Sprichwort? Der Zweck heiligt die Mittel? Das war aber ein Scheißzweck. Ihr hört euch jämmerlich an, der Aldersberg. Als glaubtet ihr eure Lügen selbst. Anderlinge. Ihre Ausrottung ist nicht der Zweck, sondern das Mittel. Da ihr die Menschen so sehr verabscheut, überlasse ich euch meinen nicht mehr menschlichen Knechten. Sie haben viel mit euch gemeinsam. Also er will nicht die Anderlinge ausrotten, sondern er will die Ausrottung der Anderlinge ausnutzen, um einer höheren Sache gerecht zu werden. So, wo ist Ryla? Ist sie schon tot, oder? Ryla hat wohl nicht sehr viel geholfen. Ich hätte mir das ja eigentlich, also ich wollte das Ende eh zweimal machen, aber ich wollte mir das jetzt hier nicht zweimal antun, hier, was heißt antun, aber es wäre dämlich gewesen, das hier zweimal zu machen, also zweimal sich hier durchzukämpfen, weil es immer dasselbe ist. Nur das Ende hätte ein bisschen schöner ausgesehen. Ich nehme jetzt alle Freunde mit. Es gibt aber ein kämpferisches Ende und ein Story-Ende. Und für das Story-Ende hätte ich natürlich die Freunde gebraucht. Und für das kämpferische Ende hätte ich natürlich die Freunde da lassen können und mich selber stärken können. Die egoistische Variante sozusagen. Aber Ryla ist jetzt weg. Ich weiß nicht, ob die irgendwie verbuggt ist oder ob das so Absicht ist. Ihr seht ja, die Begleiter sind wirklich nur Freundschaft. Aber sind jetzt nicht unbedingt mächtig. Shani heilt ein bisschen, Ryla hat ein bisschen Schaden gemacht, aber die ist jetzt weg. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein Bug sein müsste. Sie wird wahrscheinlich irgendwo runtergerutscht sein. Entweder kommt die gleich bei der nächsten Zwischensequenz nochmal oder sie bleibt weg. Vielleicht ist sie auch im Sturm gefangen gewesen, weil ich zu langsam war. Deswegen ist sie jetzt weg. Da ist Yevin, unser Gegenspieler quasi. Da dachte ich eigentlich bei seinen Marionetten dran. Wir hätten dem Wahnsinn des Großmeisters Einhalt gebieten können. Aber ihr musstet uns ja aufhalten. Ihr hattet euch auf Mord und Terrorismus verlegt.
Das ist keine Alternative. Jetzt kommen wir noch die Diskussion. Und doch hatten wir recht. Die man Menschen eigentlich gar nicht eingehen sollte. Blutrünstige Affen. Das wird hier nur allzu deutlich. Ja. Ihr seid der Großmeister hat genau das Falsche bewiesen. Und erhebt jetzt euer Schwert gegen ihn, wie ein Hund, der die Hand beißt, die ihn füttert. Denn genauso genau wie das bei Gothic mit dem mit den Gardisten. Wolf, sondern ein tollwütiger Hund, eine hirnlose Tötungsmaschine, ein Niemand. Es reicht, Yevin. Und jetzt töte ich euch wie einen Hund. Ja, Yevin erscheint uns und wir sterben. Natürlich ist klar, wären wir zu den Square Tail gegangen, wäre es Defeat gewesen und tatsächlich wären wir neutral gewesen, hätten wir gegen beide kämpfen müssen. Also wir haben quasi eins von zwei kleineren Übeln gewählt, anstatt die totale Katastrophe heraufzubeschwören, indem wir uns gegen beide stellen. Also manchmal ist der Hexerweg vielleicht doch nicht so gut, sich aus allem raushalten.